Warum denn den Atommüll so gut entsorgen? Es bröckelt doch sowieso gewaltig die Welt von morgen. Der Klimawandel schreitet schon mächtig voran. Man sucht danach, wie man ihn aufhalten kann. Jeder will zu seiner Zeit gut leben auf Erden, ohne zu achten, was könnte denn noch schlechter werden. Wenn die Temperaturen doch mal hochgehen, dann findet es jeder noch alles wunderschön. Mit Digital und Globalisierung und vielen Versuchen wird man es nicht schaffen und wird es verfluchen. Denn die Erde wird langsam zum Thermoball erglühen und in Feld und Wald werden keine Pflanzen mehr blühen. Die Insekten verschwinden in allen großen Flächen. Kunststoff fließt überall in Meer und Bächen. Der Ami braucht zum Leben schon Energie von drei Erden. Das kann doch wirklich für alle gar nichts mehr werden. Die CO2-Ausstöße steigen hoch, sind nicht mehr zu halten. Atom und Kohle will man möglichst noch lange behalten. Und wenn es mit der erneuerten Energie endlich geht, viele Windräder, Solarzellen und kein Baum mehr da steht. Eisberge und Gletscher werden bald verschwunden sein. Ins Flachland will wohl kein Mensch mehr rein. Die Letzten verziehen sich hoch in die Berge zurück und da verbringen sie ihr letzte Tage Glück. In Afrika verhungern bereits schon jetzt viele Leute, die wollen nach Europa kommen, wenn es geht noch heute. Da ist es zu warm, viele versuchen es, es gelingt aber kaum. Die jetzt durchkommen, für die ist es ein Traum. So werden alle in Fluten, Hitze und Katastrophen vergehen, durch Religionen jetzt schon immer mehr Kriege entstehen. In ein paar hundert Jahren ist das ganz bestimmt alles vorbei. Zum Glück sind wir dann auch weg und nicht mehr mit dabei. Die Sonne hat einst das Leben auf der Erde gemacht. Wenn wir verschwinden, wir haben uns dann selbst umgebracht.